Eckert! Jan, es ist so ungewohnt, dass ich hier mal wieder an meinem Schreibtisch vor meinem hochwertigen Mikrofon sitze und mit dir spreche. Ich habe mich auch gerade zur Seite gedreht, weil ich gucken wollte, wie du antwortest. Ziemlich blöd irgendwie, ne? Ja. Eckert, ich bin irgendwie gestresst. Ich weiß gar nicht warum. Aber lass uns gleich loslegen. Okay, gut. Kinder, ihr da draußen, die das erste Mal zuhört, ich habe übrigens gesehen, hier unsere Musikeinlage wird nicht honoriert. Warte mal, Da haben wir, Musikeinlage? ja, das, was wir jetzt machen hier, also diese Playlist-Geschichte, du siehst richtig im Podcast, wie die Aufmerksamkeit runtergeht und dann, nachdem wir fertig sind mit der Musik, geht es wieder hoch. Dann müssen wir das anders einleiten. Müssen wir das einleiten mit so einem Satz, der so ähnlich lautet wie: Sie fügten sechs Songs zu ihrer Playlist hinzu, doch niemand ahnte, was dann geschah. Ja, So wie die. oder Ecke, lass uns jeder zwei Lieder machen und dann erzähle ich dir was richtig Geiles. Aber vielleicht auch Okay. schon früher. Aber vielleicht auch erst nachdem wir die Songs hinzugefügt haben, das weiß man nicht. Ja, aber eigentlich möchte ich das nicht machen, weil es so schäbig ist, weil ich ja denke, dass wir beide schon einen sehr guten Musikgeschmack haben. Und gerade wenn ich auf das heutige Songboard gucke, quasi, Naja. das Billboard, da denke ich, Digga, sowas kannst du dir nicht entgehen lassen. Nein, und vor allem, und was man ja auch mal sagen muss, dass das Thema, was kommt nach den Songs, wenn man da also dran bleibt, ist einfach der Knaller. Du meinst das von Jens Stratmann? Das natürlich auch, aber ich meine auch das erste richtige große Thema. Also, Ja, ich aber finde das Thema richtig geil. ich finde es auch geil, aber das sehen die ja in der Überschrift. Das ist ja genauso wie der Ach Witz, ja. wenn du irgendwie sagst hier. Hier, die YouTube-Profis, die das Video erstmal einleiten mit: Ja, heute gibt es eine Überraschung, aber weil man sich natürlich den Suchalgorithmus nicht kaputt machen will, schreibt man natürlich den Titel, worum es geht. Ja, vergesse ich auch immer. Ja, sehr gut. Gut, Kinder, sieht so aus. Eckart und ich haben exzellenten Musikgeschmack. Wir fahren ganz viel Auto, hören dabei ganz viel Musik. Und tatsächlich ist es auch so, dass der gute Eckart jüngst, als wir zwei Verbrauchsfahrten an 2 Tagen hintereinander gefahren sind, des Öfteren unsere Playlist angeworfen hat. Und ich dann immer überrascht bin, was Eckart für gute Musik anmacht, bis ich dann so spätestens bei Song 3 merke: Moment, das ist unsere Playlist. Natürlich ist die gut, ne? Und in Natürlich. jeder Podcast-Folge fügen wir beide jeder 3 Songs hinzu, damit die noch besser wird und noch länger. Ziel ist es, dass wir irgendwann mal Amerika Coast to Coast fahren und die Playlist einmal komplett durchhören dabei. Ja. Ja, dann fang mal an mit deinem ersten Song. Nee, pass auf, weil jetzt ja alles so, alle erwarten, dass immer gleich abläuft, sage ich, fang du doch mal an. Okay. Und Amerika ist absolut das richtige Stichwort, denn mein erster Song kommt von John Denver. Das ist der Typ hier mit Rocky Mountain High und vor allem auch mit Country Roads und so. Ich füge aber von John Denver hinzu: Annie's Song. Annies Song, Annie's okay. Song, ja. Voll das schöne Gut. Lied. Ja. Habe ich bestimmt auch auf meiner Best-of-John-Denver-CD, die ich ständig im Porsche höre. Mein erster Song ist von Morro Beats und heißt Panana Big. Ja, Und das ist, hast du bestimmt reinge. da ich ja ein absoluter Musikkenner bin, weiß ich, dass Morro Beats eine philippinische Hardcore-Hip-Hop-Vereinigung ist, die richtig geile Musik macht. Aber das weiß ich auch nur, weil ich mich extrem exzellent weltweit auskenne und nicht, weil du mir das vorher erzählt hast. Ja, immerhin merkst du dir Sachen. Also bei mir geht es ja mal ein Ohr rein und das andere raus, sodass man mir diese Geschichten immer wieder erzählen kann. Ich so, oh, spannend. Ja, nein, also das Lied ist wirklich ein Brett. Du verstehst kein Wort, aber ich finde, es ist ein echtes Brett. Ich habe dich als allererstes gefragt, als du mir davon erzählt hast, ob du mal versucht hast rauszufinden, worüber die da singen, weil ich finde das sehr gefährlich, gerade so, wenn das Ja. so hartes Zeug ist, muss man aufpassen, dass da nicht irgendwie was da so erzählt wird. Aber du Ja, hast und ich gesagt, das hatte. ist unverfänglich. Ja, ich hatte dir sogar gesagt, es wäre ein Liebeslied, ist aber totaler Bullshit, weil es gibt ein anderes Lied mit dem Namen Pananabik. Und das ist ein Liebeslied, glaube ich. Aber was die Jungs singen, hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun, ist aber trotzdem Brett. Und ich hab schon wieder vergessen, worum es geht, aber es ist irgendwie so ein bisschen Fight for your right to party, glaube ich, war das. Ah, okay, alles klar. Okay. Aber es ist auf jeden Fall Morro Beats. Merkt euch das an. In 5 Jahren sind die ganz groß. Und dann könnt ihr diese Podcast-Folge, werde ich immer wieder nach vorne zerren und
sagen, damals, vor 5 Jahren, hier, ich wusste schon Bescheid und Eckart auch, weil der kannte die ja auch schon. Ja. Mein zweiter Song, ist das passend, kommt von U2. Zweiter Song ist von U2 und zwar Sweetest Thing. Ich kann jetzt richtig einen reinwürgen, Eckart. Okay. Und du wirst mich dafür hassen, aber dafür ist ja der Podcast auch so ein bisschen da. Ja, deshalb sitzen wir heute nicht in einem Hotelzimmer. Wollte Eckart eigentlich nach Vegas sich die Sphere angucken. Und dann habe ich gesagt, was willst du denn sonst noch da? Ja, die Sphere angucken. Ja, warum? Ja, er will die Sphere sehen. Dann denke ich, ja, was ist denn da? Ja, nix. Ja, wisst ihr ja nicht. Da habe ich gesagt, nee, fahren wir nicht hin. Will ich nicht. Habe ich keinen Bock, ist mir zu aufwendig. War halt auch ich wirklich habe, weit. Gestern hat U2 in der Sphere gespielt. Wo hat die vorhin gespielt? In der Sphere. In Las Vegas. In der Sphere. Ja, okay. Nein, in diesem, pass auf. In der bunten Kugel. Vielleicht müssen wir erklären, was das ist. In Vegas haben sie eine Kugel gebaut, die ist außen mit LEDs versehen und innen halt auch, sodass du sowohl außen Sachen projizieren kannst, als auch innen. Genau, und, ist ein Riesendisplay. Der ehemalige Pressesprecher von Cadillac Deutschland ist von seiner Frau eingeladen worden, die leben eigentlich in Detroit und sind da runtergeflogen und haben sich das U2-Konzert angeguckt und er hat mir einen Ausschnitt davon geschickt, wie geil diese Sphere innen ist und ich wollte dir das Video noch weiterleiten und dann dachte ich, ja, ganz dünnes Eis, lass du mal lieber. Ja. Aber jetzt passt es ja ganz schön. Ich weiß nicht, ob sie Sweetest Thing auch gespielt haben. Bestimmt. Ich habe aber auch schon echt viele Videos gesehen aus dem Innern der Sphere. Und das, ich glaube, das ist ein geiles Erlebnis, wenn man da drin ist. Gut. Ja, eins meiner ersten Alben, CD-Alben, die ich gekauft habe, also eine meiner ersten CDs, die ich gekauft habe, war in Amerika, war von Fleetwood Mac, Best Of. Und da war natürlich auch dieser Song Dreams schon drauf, bin ich mir ziemlich sicher. Der ist ja ganz groß geworden durch Dogface, ne? Mhm. Hast du mal dieses Video gesehen, wo Dogface mit Snoop Dogg und hier Cheech and Chong irgendwie I Got No Lighter oder so aufgenommen hat? Nein, also ich weiß, dass die gemeinsam Musik gemacht haben, ich habe aber das Video nie gesehen. Also das Video ist ein absoluter Hingucker, auch weil die Cheech und Chong da wieder in so einem Lieferwagen sitzen. Warum lache ich denn jetzt eigentlich so? Ist egal. Weiß ich muss gerade lachen. Nein, weil Dogface da ist und Dogface ist echt ein schlechter Schauspieler. Aber Dogface hat ja dieses Video gemacht und dazu die erste Zeile von Dreams gesungen. Und Dreams ist ja eigentlich so ein beziehungskritisches Lied halt. Ne? Man hat sich getrennt oder der eine will weg und so und dann lass ihn gehen. Aber ich kann im Moment nicht anders. Ich muss dieses Lied ständig hören, weil ich diesen Flow so geil finde von dem Lied. Und jetzt Moro Beats und danach Fleetwood Mac direkt. Das ist wie Zucker und Peitsche. Das ist richtig geil. Wenn du Snoop Dogg und Cheech and Chong sagst, fällt mir unweigerlich ein super schlechter Kifferwitz ein, aber ich weiß nicht, ob ich den hier erzählen kann. Hast du mal gekifft? Er ist harmlos, der Kifferwitz, aber ich finde ihn niedlich. Hast du vom Freund deines Cousins gehört, oder? Es hat mir tatsächlich gestern der Vater unserer Nachbarin erzählt, diesen Witz. Okay, kein, dann hau raus. Pass dann auf, raus. Ich mach mal schnell. Ein Kiffer stirbt so und wacht nach dem Tod auf und liegt auf einer Wiese und läuft rum und sieht, da ist eine riesen Grasplantage. Und geht er hin und sagt, das gibt's doch nicht, das ist ja super. Und fängt an, sich was zu pflücken. Dann kommt ein Mann in einem weißen Mantel und sagt, hey, du brauchst dir das doch nicht pflücken. Guck mal hier drüben, ist alles schon fertig gepflückt und getrocknet. Geht er darüber und sagt, ey, das ist ja unglaublich. Und fängt an, sich einen Joint zu bauen. Und dann sagt der Mann im weißen Mantel, hey, du brauchst dir doch keinen Joint bauen. Hier drüben ist alles fertig, alles schon vorher angemischt, in jeglicher Konsumform, wie du es auch nur haben möchtest. Also, ist ja unfassbar cool hier. Ist ja geil, ich bin im Himmel. Und dann sagt der Typ zu dem Mann im weißen Mantel, ey, sag mal, hast du irgendwo Feuer? Und dann sagt der weiße Mann, sagt der Typ im weißen Mantel, also wenn wir hier Feuer hätten, dann wärst du im Himmel. Aber du bist in der Hölle gelandet. Na, ich verstehe den gar nicht. Ich weiß auch nicht, wozu man da Feuer braucht. Egal, komm, mein dritter Song kommt von The King Singers. Das ist eine britische A Cappella-Gesangsgruppe und krass. Der heißt Hide and Seek. Und ich finde, also King Singers finde ich sowieso super geil, habe ich auch schon zweimal live gesehen. Und das ist eigentlich, war lange Zeit mein Musikanlagen im Auto-Test-Song. Okay. Weil der extrem gut produziert ist und eine richtig krasse Bandbreite so an Klangvielfalt bietet. Total schöner Song. Ja, also nur deswegen machen wir das. Sind alles hier Empfehlungen zum Testen eurer Soundanlage. Ja. So auch The Reverend Horton Heat, I Can't Surf.
und das kennst du auch, das Lied. Wir haben da neulich, glaube ich, drüber gesprochen. Ich werde jetzt nach und nach die ganzen Songs hier von Tony Hawk's Pro Skating hier in die Playlist reinhauen, weil ich das wirklich hoch und runter gehört habe, auch nachdem ich das Spielen schon längst aufgegeben habe. Ich finde es einfach, da sind so geile Dinger dabei und das ist eins davon. Okay, kenne ich nicht, muss ich mir anhören. Doch, kennst du? Wenn du das Spiel gespielt hast, kennst du den Song auch. Du hast ja, das Spiel gespielt. Ist sehr lange her. Ja, ja, aber sobald du die ersten zwei Sekunden weißt du sofort, welcher Song das ist. Okay, ja, gut. Gut, ich habe einen Aufreger der Woche mitbekommen. So läuft das nämlich heute. Wir dürfen nicht mal eigenen Content erzählen, sondern wir kriegen jetzt Geschichten aufgenötigt. Reingereicht. Das ist netter formuliert, ja. Von The Fabulous Jens Stratmann. Doch nicht etwa der von Rad ab? Doch, der von Electric Drive. Ey, krass, der DJ? Genau, der ist gerade in Frankreich, in Nizza. Oh, lustige Geschichte, könnte auch uns betreffen, betrifft uns aber nicht, darum ist sie lustig. Jens ist heute nach Nizza geflogen, ich find's total lustig. Er hat mir quasi live über den Ticker geschickt, was gerade abgeht. Also erste Nachricht von Jens war, scheiße, irgendwie Verspätung, kriegt den Anschluss gerade eben so, kein Frühstück. Also er rennt von einem Gate zum anderen, haben wir auch oft genug gemacht. Also wir rennen nicht, ne? Das ist ganz wichtig für euch da draußen. Ja. Auch wenn ihr nicht Vielflieger seid, ein Vielflieger-Tipp, Laufen im Flughafen bringt absolut gar nichts. Entweder ihr erreicht den Flieger oder ihr erreicht ihn nicht. Das ist sowieso Gesetz. Da macht auch Laufen keinen Unterschied tatsächlich. Der Haken ist nur, wenn ihr lauft, schwitzt ihr. Und entweder sitzt ihr total verschwitzt im Flieger, was unheimlich unangenehm ist. Oder ihr sitzt extrem verschwitzt vom Gate, was genauso doof ist. Also nicht laufen auf dem Flugzeug bringt gar nichts. Ich weiß nicht, ob Jens das befolgt hat. Übrigens hier, ihr seid bei Ausfahrt TV, dem Autopodcast. Jens ist aber auf dem Weg zu einer Autofahrveranstaltung. Peugeot 3008 fährt er. Und er kommt also noch pünktlich dahin, setzt sich in den Flieger rein. Und am Gate machen sie einen totalen Affen. Er müsste sein Handgepäck ausgeben. Sie werden voll gebucht. Überbucht, hat er doch sogar gesagt. Ja, überbucht war der Flug nach München. Der von München nach Nizza war nur gut durchgebucht, glaube ich. Und Jens ist mit einem Handgepäckstück gereist, einen Rucksack, den kenne ich auch, der geht schon als Handgepäck durch. Ne? Klar hat er da wieder alles reingehauen und vom Gewicht her passt das vielleicht nicht ganz so, aber will ich gar nicht sagen, wahrscheinlich war es sogar optimal. Er hat sich jedenfalls strikt geweigert, diesen Rucksack abzugeben, obwohl sie ihn aufgenötigt haben, er sollte den aufgeben. Ja. Und er hat dann gesagt, hier Equipment, bla bla bla, gut. Dann sitzt er im Flieger, eine halbe Stunde, eine Stunde, und dann sagen sie, klitzekleines Problem, das Handgepäck, was Sie abgegeben haben, kann leider nicht verladen werden, weil wir keine Verladecrew haben. Wir fliegen jetzt ohne das Gepäck los. Und da sind jetzt eine ganze Menge Leute losgeflogen nach Nizza, ohne auch nur eine Zahnbürste zu haben. Super gut. Und das ist echt, also ich habe heute noch mit dem Fahrer gesprochen, ich habe heute einen neuen Testwagen bekommen, den Renault Arkana, der kam halt mit der Bahn, den habe ich abgeholt. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, wie blöd im Moment alles ist, ne? Autobahn zu, Bahn fahren nicht pünktlich, ja, aber fliegen ist halt auch nicht besser, ne? Nein. Gut, aber ich will ja eigentlich sagen, von Jens Strachtmann haben wir den Aufreger der Woche und das hat überhaupt nichts mit Fliegen zu tun. Wir sind ja ein Autopodcast, also Kinder, ich bitte euch, als wenn wir über Fliegen oder solche Sachen reden. Das Thema Auto müssen wir jetzt wieder nach vorne kehren. Genau. Also Jens ist heute Morgen zum Flughafen gefahren, nach Münster, und zwar neblig. Bei uns war auch so krasser Nebel. Also ich glaube nicht, dass bei uns so krasser Nebel war wie bei so euch da drüben. So krass war es, wirklich krass. Aber bei euch ist ja mehr Natur, ne? Bei uns ist ja mehr hier so Architecture und so. Da kann sich der Nebel nicht so festsetzen in den Niederungen. Jedenfalls fährt Jens auf der Autobahn und fährt ganz entspannt 120 und dann kommt von hinten Ford Ranger-Fahrer, er nannte ihn den freundlichen Ford Ranger-Fahrer, der unbedingt drängeln musste bei 120 und Nebel. Und Jens hat ihn dann irgendwann passieren lassen, weil Jens natürlich abgebrüht ist, weltmännisch, entspannt. Ist kein cholerischer Autofahrer. Nein, ist er wirklich nicht. Also nein, Jens, das glaube ich auch. Im Vergleich zu anderen Leuten, die ich kenne, ist er sehr ruhig. Und dann fährt der Typ an ihm vorbei und hat was an? Die Nebelschlussleuchte. Natürlich.
Und es ist so geil. Also ich meine, ich sehe die auch oft genug. Ich finde es auch geil. Da ist so, kennst du das, du fährst durch so eine Mini-Nebelbank. Mhm. Wo du dir, du denkst so, Mensch, Mama Miracoli, die kocht Nudeln, ne? Ach nee, war eine Nebelbank. Also man weiß es nicht genau, ist das Wasserdampf oder was weiß ich. Vor und dann allem kenne ich das, wenn Leute im Regen die Nebelschlussleuchte anmachen. Oh, auch nice. Aha. Und dann ziehen die Leute die Nebelschlussleuchte und fahren die nächsten 500 Kilometer mit dem Ding, weil sie ja völlig überfordert sind, was das für eine orangefarbene Leuchte in ihrem Cockpit ist. Ja. Und wir haben ja gelernt, dass Leute zu belehren während der Fahrt einfach unmöglich ist. Ne? Wenn du dich vor die setzt und so fünfmal Nebelschlussleuchte an- und ausmachst, dann kriegen die nur ein Herzklabaster, weil die denken, du bremst. Ist auch klar, wenn das natürlich für uns als Allmann-Autofahrer unsere tief inhärenter, angeborener Lebenszweck ist, Leute zu belehren, vor allem im Straßenverkehr, ja. Bringt das oft nichts. Ich glaube, wir kommen hier aus dem Podcast heute nicht ganz gut raus, Eckart. Das missfällt mir. Jedenfalls für die Leute, die in der Fahrschule nicht aufgepasst haben oder bei denen es schon zu lange her ist, Nebelschlussleuchte darfst du erst anmachen, wenn die Sicht hier durch den Nebel weniger als 50 Meter beträgt. Das ist dann, ne, von einem, wie heißen die Dinger, Pfahl nochmal zum anderen. Genau, von einem Leitpfosten zum anderen. Also wenn du den nächsten Leitpfosten nicht mehr siehst, während du gerade einen passierst, dann ist dicker Nebel. Dann darfst du die ziehen oder anmachen, aber dann setzt du doch bitte auch sofort deine Geschwindigkeit auf 50 km/h, denn genau so ist es gedacht. Nebelschlussleuchte nur, wenn du 50 fährst quasi. Und wenn naja, beziehungsweise Nebelschlussleuchte nur bei Sichtweite unter 50 Meter und Sichtweite unter 50 Meter bedingt, dass du nur so schnell fahren darfst, wie weit du gucken kannst, also maximal 50. Hast du jetzt das Gleiche wie ich gesagt? Nein, ich habe es nur noch. Erstens das und zweitens habe ich es noch mal etwas detaillierter beschrieben, denn diese 50 km/h-Begrenzung kommt ja von der Regelung, dass du nicht schneller fahren darfst als Sicht, ganz, also grundsätzlich, nicht nur bei Nebel, sondern man sollte nie schneller fahren, als man auch weit gucken kann. Eckart, ich würde dir gerne zurufen, halt die Klappe, das wäre verdammt unhöflich. Darum frage ich dich nochmal, und das ist nicht das erste Mal, wer mag Klugscheißer, Eckart? Ich? Oh, ich mochte diese Stille, die sich hier in meine Ohren gelegt hat. Kinder, wir sind ein Autopodcast und ich habe ein Thema vorbereitet. Das nennt sich Deutschlands Pickups. Denn wenn wir Deutsche an Pickups denken, dann denken wir ja erstmal, Deutschland ist kein Pickup-Markt, sondern Pickups gibt es nur in Amerika. Und ich vor allem, wenn du an Pickup denkst, wenn du Pickups sagst, denke ich vor allem auch erstmal vorrangig an amerikanische Hersteller und Modelle. Genau, das ist ja auch ganz klar. Klar, wir haben jetzt mittlerweile auch ein paar deutsche Hersteller, die so ein Modell fahren. Also einen. Es gab auch einen zweiten, aber der hat nach 3 Jahren gleich wieder eingepackt. aber es gibt ja den Gedanken Pickup halt schon ewig. Und der war eigentlich auf dem deutschen Markt oder auf dem europäischen Markt auch schon mal relativ klar umrissen und verbreitet. Und ich habe jetzt mal aufbereitet für euch und ich bitte euch herzlich, wenn ich was vergessen habe, werde ich das in der nächsten Sendung natürlich nachtragen. Sollte ich schludrig gearbeitet haben, bitte informiert mich. Entweder direkt per WhatsApp unter der 0170-9200-714, also bitte eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Alles andere wird nicht fruchten, weil das Handy JWD liegt und hier auch nicht klingeln kann. Oder ihr kommt in unsere WhatsApp-Community und diskutiert da mit uns und könnt uns da Anregungen und Feedback geben. Also sollte ich was vergessen haben, bitte macht mich an. Ich lege mal los, oder nee, ich lege noch nicht los. Ich möchte noch mal lamentieren. Ich suche aktuell, das kann ich gar nicht zugeben öffentlich, ne? Ein Freund von mir sucht ein Auto. Aha. Er sagt, wenn er seine anderen Autos verkauft hat, darf er sich was kaufen. Und sagt er das oder sagt das jemand anders? Das ist zu viel Details für diesen Autopodcast. Okay. Und dieser Freund sucht jetzt gerade nach einem Auto und möchte eigentlich vernünftig sich einen Kastenwagen holen. Also so ein Hochdachkombi als Kastenwagen. Ein Hundefänger. Ne? Genau. Sind wir übrigens gerade im Verbrauchsfahrtformat gefahren. Bei Eckart ist der Ford Transit Kurier.
Kurier. Den sind wir gefahren mit dem 1,5 Liter Diesel. Ganz spannendes Video. Guckt auf jeden Fall mal rein bei Asphalt Art. Also genau so ein Auto möchte ich haben. Und ich hatte ja auch schon mal geliebäugelt, bevor ich den Bulli gekauft habe damals. Der Bulli war eigentlich ein Impulsivkauf. Ich wollte nämlich ein Opel Combo haben mit CNG-Antrieb. Und dann stand aber da in der Halle, wo die ganzen Fahrzeuge standen, wo ich mir einen aussuchen sollte, stand auch ein T5 rum. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit denen hier? Kannst du auch haben. Und sag ich, wie teuer? Gleicher Preis. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den, weil der die Gastanks halt im Auto hatte. Während bei den Kombos ist die am Unterboden sind die Gastanks und können dann eher rosten. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Darum fahre ich Bulli und nicht Opel Combo. Ganz ursprünglich wollte ich aber ein Combo haben. Und somit bin ich, Das hast du deinem Bekannten erzählt, der sich für so ein Auto interessiert. Genau. Ja. Und der ist jetzt irgendwie, möchte ganz gerne einen Kastenwagen haben. Da habe ich gesagt, Mensch, bevor du nach einem Kastenwagen guckst, die kennst du ja alle, guck doch mal nach einem Pickup. Und dann sagt er, Pickup? Ich will doch hier kein Ami-Schlitten fahren. Da sage ich, Moment. Und habe genau diese Podcast-Folge hier für euch auch mit aufbereitet. Denn es gibt jede Menge Pickups, die man hier in Europa fahren kann. Und was ich sehr, sehr schade finde, wenn ihr uns folgen wollt, jetzt gedanklich auch bei diesem Thema und nach diese Fahrzeuge bei Wikipedia zum Beispiel mal euch anguckt, solltet ihr sie nicht eh schon kennen, dann werdet ihr sehen, dass die ältere Generation Pickups wirklich noch ein PKW war. Also jetzt, ich greife mal vor, aber jeder wird den ersten VW Caddy kennen, der ja auf Golfbasis quasi steht. Also vorne ein Golf, hinten irgendwie eine Ladefläche dran gestrickt. Das ist ja ein tiefer PKW. Jetzt guckst du dir heute einen Amarok an. Der ist ja 5 Meter hoch. Da brauchst du ja eine Leiter, um reinzusteigen. Und ich persönlich mag halt extrem diese flachen Pickups. Der, echt? Ja, ich finde die super. Also auch Ford Ranchero finde ich richtig geil. Okay. Um mal hier in Ami zu reden. Ne? Und somit sieht man halt, dass die alten Pickups wirklich flache Autos waren und ich persönlich mag das. Und ich fange jetzt einfach mal an, oder? Ja, komm. Das war jetzt echt eine ausführliche Einleitung. 22 Minuten und nichts gesagt. Das ist echt krass hier bei Ausfahrt TV, dem Automobil-Podcast. Ich wollte nur noch mal lästern. Was ich schon schwierig finde in Deutschland, wenn du dich wirklich für ein Pickup interessierst. Du gehst ja in die einschlägigen Gebrauchtwagenbörsen. Es gibt zwei relevante in Deutschland. Das ist einmal Autoscout24 und Mobile. Und beide haben keinen Filter für Pickups. Echt? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, wenn du ein Auto suchst, dann hast du die Möglichkeit bei Mobile ist es, glaube ich, SUVs, schräger Pickups zu wählen als Format für das Auto, also Karosserieform. Und bei Autoscout24 hast du nicht mal das, dann wählst du nur irgendwie SUV. Okay, und aber da kommt natürlich alles außer ein Pickup. Genau. Und das Problem ist halt, so viele Pickups, es gibt eine ganze Menge Pickups. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei kleinanzeigen.de einfach mal nach Pickup in Auto suchst, kriegst du ja alles Mögliche angezeigt. Das hat mir auch so ein bisschen geholfen, mich nochmal zu sortieren, damit ich auch bloß nichts vergesse, weil ich ja weiß, wie die Leute da draußen sind, wenn man seinen Lieblings-Pickup vergessen hat. Aber das ist halt blöd, weil wenn du sagst, ich suche einfach nur ein Pickup, bis Baujahr was weiß ich, 95, dann zeigt er dir 1000 SUVs an und dazwischen mal einen Pickup. Es schockt halt nicht. Ja. Gut, Eckart, kennst du die Marke Datsun noch? Also nicht mehr so aktiv aus dem Straßenbild, aber natürlich kenne ich die Marke Datsun. Gut, also Datsun, früher war Nissan ja quasi Datsun, ne? Also, oder aus Datsun ist Nissan da auch nicht. Die gab es auch mal parallel, jedenfalls gab es mal Datsun auch hier in Deutschland. Mhm. Und die hatten zwei Pickups, einmal den 620 und den 720 von 72 bis 86 wurden die gebaut. Und klar, so einen kriegst du jetzt nicht mehr, oder wenn du den suchst, dann zahlst du schon Bieber Preis. Aber das sind echte, ausgewachsene Pickups. Und wenn du die nachguckst, die sind auch klein. Ja, was ich geil finde, für den 720er heißt die Doppelkabine King Cab. Ja, aber das hat sich ja gehalten bis heute. King Cab? Ja. Ich kenne nur den Begriff Crew Cab. Nee, King Cab gibt's auch. Auch immer noch bei den aktuellen Modellen. Also ich weiß jetzt nicht, welcher Hersteller das wie verwendet, aber tendenziell, ja. Ah ja, okay. Ne, ich kannte nur Crew Cab.
Ah, sehr gut. Und dann sind wir auch schon bei der nächsten Marke, weil Datsun ja jetzt nicht so geläufig ist. Und ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wusstest du noch, dass Dacia ein Pickup im Programm hatte? Das wusste ich und jetzt kommt's und jetzt, ich will niemandem auf die Füße treten, aber ja gut, als oh, okay. Ups, Schatz, Entschuldigung, Siri hat gerade ein Pickup gekauft. Ah, Mist. Schon wieder. Ich wollte gerade sagen, ich habe Damenbesuch. Nein, aber jetzt, ich will niemandem auf die Füße treten, aber als Ossi ist mir doch ein Dacia-Pickup durchaus ein Begriff und man sieht die auch heute noch ab und zu hier mal bei uns in unseren Breiten. Also was mich fasziniert bei den Dacia-Pickups, also es gibt erstmal einen Dacia-Pickup, der wurde gebaut von 75 bis 2006. Daraus entstanden ist dann wahrscheinlich eher der dir geläufige Logan-Pickup, den es auch in so einer Fun-Variante gab. Also sehr lustig alles. Und ich dachte mir, okay, geil, Dacia finde ich ja eh witzig. Also mein Freund dachte sich natürlich, ja. Dacia findet er witzig. Guckst du mal, was die kosten. Die kosten gefühlt mit Baujahr irgendwie, was weiß ich, 2010 oder so, mit 200.000 Kilometern noch 8.000 Euro. Und während ich dieses Thema hier recherchiert habe für euch, habe ich mich gefragt, sag mal, haben die alle Lack gesoffen? Also ja, wir hatten eine Zeit lang, dass die Gebrauchtwagenpreise einfach durch die Decke gegangen sind. Aber Kinder, hey, hallo, die Zeit ist vorbei. Die Hersteller können wieder liefern. Alle Autos können die liefern. Ich glaube, dass das, und das habe ich dir ja auch schon am Telefon erzählt, als du mir von deinem Bekannten erzählt hast, der das Auto sucht. Ich glaube, dass viele Leute, weil die Gebrauchtwagenpreise in den letzten 2-3 Jahren so extrem in die Höhe geschossen sind, mal kurze Zeit, oder sind immer noch hoch, aber nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Ich glaube, viele Leute versuchen es einfach, gerade professionelle Anbieter, die hoffen, über irgendwelche Plattformen das dann an privat weiterzuverkaufen, die stellen die Autos für solche Preise rein. Ich glaube, in den meisten Fällen werden diese Preise aber nicht gezahlt. Ja, ich bin... Also ich gucke jetzt gerade noch mal, aber ja, siehst du immer noch hier. Gut, der ist jetzt ein bisschen neuer, 2011, 75.000, 10.000 Euro. Hallo? Oder hier, 2010, 179.000 Kilometer, 5.900 Euro. Mich würde mal interessieren, hier, was das Auto damals neu gekostet hat. Ja, das wäre wahrscheinlich irgendwie durchaus interessant. Naja, jedenfalls ist dann der Traum meines Freundes gestorben, sich einen Dacia Logan zu holen. Und ich habe gesagt, aber hey, Fiat war ja auch nicht ganz unbeleckt bei dem Thema. Ne? Mhm. Es gibt den Fiat Fiorino Pickup. Der wurde gebaut von 88 bis 2000 und ist dann so auf Fiat Uno-Basis, was ich persönlich sehr sexy finde, weil die Mutter meiner jetzigen Frau, das ist falsch, nein, das ist schon richtig, aber ich meine... Oh, shit! Ich hatte keine andere Frau. Ich hatte keine nicht jetzige Frau. Also die Mutter meiner Frau ist damals in Fiat Uno gefahren. Mhm. Und somit bin ich den natürlich auch hin und wieder gefahren und ich mochte den schon alleine, weil das Auto der Mutter meiner Frau war. Wir haben ein gutes Verhältnis, ne? Also diese Schwiegermutter-Problematik kenne ich nicht. Und darum ist der mir sympathisch. Was natürlich hier richtig geil wäre, es gab den Fiat Fiorino ja auch als Fiat Fiorino Kastenwagen, nicht nur als Pickup. Und was natürlich richtig geil wäre, wenn man das abnehmen könnte, weißt du, wenn du den Kastenwagen kaufen würdest und dann wie bei so einem Hardtop von einem Pickup, das ist ja bei dem Kastenwagen, ist das höher als so ein normales Hardtop, was man auf eine Pickup-Ladefläche machen kann, wenn man das abnehmen könnte und dann halt quasi so wechseln könnte zwischen Pickup und Kastenwagen, je nachdem, ob es geschlossen sein muss zum Transport oder nicht. Das geht ja bei dem Caddy 1 quasi. Den gab es ja mit so einem Kunststoffaufsatzdach. Ja. Ich sage mal so, ich will jetzt keine Werbung für Kleinanzeigen machen. Ich hoffe, man sieht mir das auch nach, dass ich das jetzt einmal bemühe, weil es am einfachsten ist. Bei Kleinanzeigen nicht ein Fiat Fiorino Pickup zu finden. Okay. Also, kann ich dir sagen, warum? Weil, wenn du mal irgendwo in Süditalien im Urlaub bist, im ländlichen Bereich, fahren die da halt alle noch. Die verkauft keiner. Ich glaube, die haben es auch einfach nicht so zahlreich hier rüber geschafft. Und aber man sieht die dort oft, also im ländlichen Bereich in Italien, aber auch zum Beispiel in Frankreich, siehst du solche Autos relativ häufig. Ja.
Ja, ich habe den auch bildlich quasi vor mir. Wobei, wir kommen da gleich noch zu. Das Auto gab es halt auch von Seat noch, ne? Also alles so ein bisschen wild halt, ja. Aber wir bleiben erstmal bei Fiat, weil jetzt ein wirklicher Schnapper für Leute, die Bock haben, einen kleinen Pickup zu fahren, ist der Fiat Strada. Hatte ich so gar nicht auf der Kette mehr. Wurde gebaut von 1999 bis 2001, wenn ich hier Wikipedia glauben darf. Die zweite Generation war dann nicht mehr hier für den europäischen Markt gedacht. Ist also ein relativ kleines Auto, gibt es aber tatsächlich für hier 3.000 Euro, sehe ich gerade ein. 138.000 Kilometer von 2005 kann man auf jeden Fall machen. 155.000, was? Ach so, hey. Fiat Strada Adventure. Ja, wollte ich gerade sagen, das Ding sieht ja richtig wild aus. Ah, siehst du auch? Ja, Ja. geil, machen wir parallel. Der hat da noch so ein bisschen Schicki dran, der soll aber 10.000 Euro kosten, also nicht mit mir. Läuft aber in Lloyds. Aber hier darunter wieder, ne? Fiat Strada, ja, oh Gott, der ist auch teuer. 179.000, 5.500 Euro. Aber darunter aus Gotha, der 1.400 Euro, 160.000 gelaufen, 2003er Baujahr. Was Das ich kann mich man dann dann halt wieder immer machen. frage. Den Fiat Strada gab es immer nur mit Frontantrieb. Und ja, wenn ich nur was transportiere und nur auf Asphalt fahre, komplett ausreichend. Aber gerade wenn ich mir diesen Fiat Strada Adventure angucke, der sieht ja eigentlich so aus, als würde das Auto sofort quer durch Island fahren wollen mit diesen Anbauteilen. Aber auch den gibt es nur mit Frontantrieb. Da frage ich mich dann immer, okay, da will ich doch irgendwie Allrad. Wenn das Auto schon so aussieht. Ja, schon, Schein ist alles halt, ne? Ja, das ist halt echt Schornschein. Ja. Naja, gut, wir schweifen ab und ich fürchte auch, das wird zu lang hier, weil wir wollten uns ja auf eine Stunde beschränken. Dann brauchen wir, glaube ich, nicht ganz so groß drauf eingehen. Gibt es den Fiat Fullback, auch eher eine kurze Erscheinung von 2016 bis 2020, war im Prinzip Badge Engineering vom Mitsubishi L200. Und somit können wir das auch kurz halten. Und dann aber noch was Süßes, finde ich zumindest. Der Fiat Doblo ist ja den meisten wohl auch ein bekannter Begriff als Lieferwagen. Und den gab es auch mal als Cargo Workup. Wobei eigentlich ist der ein hervorragendes Beispiel, dass es eigentlich kein Pickup ist, so wie ich es verstehe, sondern das ist ein Doblo mit Pritsche. Und ich finde, der Unterschied zwischen Ah, Doblo und Pritsche und ich einem sehe es Pickup gerade, ist, ja. dass das, weißt du, sonst hätten wir ja auch sowas wie VW T3, T4, T5 mit Pritsche. Das ist für mich aber kein Pickup, sondern da Nee. hast du ja quasi so eine Pritsche aufgesetzt. Und das ist beim Doblo halt auch so, während so ein, also ich finde, das muss so in die Karosserie mit Genau. eingebettet sein, ne? Aber jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage zum Thema Pickup. Ja. Findest du auch, gerade weil wir hier bei dem Fiat gerade auch das Thema hatten, dass es da eben ein Schwestermodell von Mitsubishi gab oder andersrum, dass der Fiat quasi ein Schwestermodell von Mitsubishi war? Ich finde, es gibt so Hersteller und dazu gehört für mich eben zum Beispiel auch irgendwie gefühlt Fiat. Das ist für mich kein Hersteller für ein Pickup. Auch wenn die Pickups im Programm hatten, diese kleineren Modelle, aber irgendwie, es gibt so Hersteller, da sage ich, okay, ja, Pickup, die bauen Pickup. Sowas wie eben Mitsubishi oder Isuzu sehe ich hier, kommt noch in der Liste, so, die auch so nutzfahrzeugiger zum Teil positioniert sind. Aber irgendwie Fiat ist für mich so ein Hersteller, der ist kein Ja, Pickup-Hersteller. ich weiß tendenziell, was du meinst, und bei Fiat würde ich dir eventuell noch folgen, aber was sagst du bei Peugeot? Da würdest du Nein, das kein Gleiche sagen. Pickup-Hersteller für mich, ja. Ja, ist aber der Peugeot 504, den gab es auch als Pickup und der ist gerade auch in den afrikanischen Ländern dann Ja. richtig steil gegangen und noch lange verkauft worden. Und ich glaube, die Chinesen haben ihn noch nachgebaut, weil das halt so ein verdammt gutes, zuverlässiges Auto war. Ich glaube, das liegt daran, für mich sind so Hersteller wie Fiat, Peugeot, Citroën, was weiß ich, das sind für mich irgendwie so, die machen für meinen so aus dem Bauch heraus irgendwie filigrane Autos. Und deshalb Ja, sind die für mich. aber ich glaube, da bist du sehr verhaftet und das versuche ich ja gerade aus dir und allen anderen rauszuprügeln. Dieses Pickups sind immer amerikanisch. Das ist ja Nein, nein, Bullshit. nein, nein, das meine ich gar nicht. Aber diese Hersteller, die ich gerade genannt habe, weil für mich ist auch ein Mitsubishi oder sowas, ist für mich viel mehr Pickup. Aber so diese,
französischen, italienischen Hersteller, da schwingt für mich immer so ein bisschen Filigranität, was Künstlerisches vielleicht auch, eher so, so weniger Arbeitsfahrzeug schwingt da für mich mit bei diesen Herstellern, ganz grundsätzlich. Also ich würde dir gerne folgen, aber ich finde, in vielen Bereichen ist das so verschmolzen. Ich meine, hätte ich dich gefragt, irgendwie, dass Alfa jetzt SUVs baut, das passt ja auch null zusammen, finde ich. Ja. Also ein Alfa ist für mich ein sportliches, genau wie du sagst, wunderschön gestaltetes Fahrzeug halt, ne? Da passt irgendwie aus meinen Augen irgendwie so ein SUV gar nicht dazu, wobei ich den Stelvio und auch den Tonale auch schön finde. Also für ein SUV. Na ja, gut, auch. Komm, lass uns mal weitermachen. Was sind Ford? Ford geht für dich, oder? Sicher. Ist klar, ne? Ford. Ich rede aber nicht über den F, die F-Baureihe, sondern. Ja, da bist du selber schuld. es gab mal von dem Fiesta, gibt es eine Pickup-Version quasi. Mhm. Und es gibt auch eine Van-Version, aber es gab auch ein Pickup von. Jetzt bin ich mal überlegen. Nee, eigentlich gibt es nicht. Eigentlich lüge ich gerade. Das ist ein Hochdachkombi. Also ich schwimme gerade so ein bisschen, weil mein Freund halt so am Umschwenken ist. Und da wollte er den mit in dieser Liste halt haben. Ja. Aber im Prinzip kannst du ja aus jedem Hochdachkombi auch ein Pickup bauen. Und vielleicht auch mal das ganz kurz an unsere lieben Zuschauer da draußen, die gerade so tapfer durchhalten hier diese Chaos-Folge. Ich habe jetzt nicht aufgenommen, jedes Auto, was ich mal oder was man mal irgendwie zum Pickup umgebaut hat. Also bei Kleinanzeigen siehst du unter anderem auch ein W123, ich glaube ein W124. Es gibt ja irgendwie alles, kann man ja irgendwie zum Pickup umbauen, aber das zählt halt nicht. So ein umgebauter W124 stelle ich mir auch richtig geil vor. Ist ja wie so ein, wie heißt denn das Ding? Der amerikanische Chevy. Oh, welcher war denn das? Nicht Chevelle, nee. Da gab es doch auch diesen Ami-Pickup, der eigentlich ein PKW war, der aber hinten eine Ladefläche dran hatte. Oh, finde ich raus. Erzähl mal weiter. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, ich bin gerade so verhaftet bei, ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich meinen Krankenwagen nicht einfach schlachte. Ja. Und den zum Pickup umbaue. Das wäre ja auch irgendwie witzig. Aber dann habe ich gedacht, okay, das überschreitet ganz weit meine Kompetenzen und darum halte ich lieber die Klappe. Der Ford Courier, darüber reden wir eigentlich, das ist der Namensgeber heute noch für den Transit Courier, den wir gefahren sind. Und das ist halt ein amerikanischer Ford Pickup, der es aber leider in Brasilien geschafft hat und in Nordamerika, aber nie zu uns nach Deutschland. In Deutschland hingegen kennen wir natürlich den Ford Ranger. Aber jetzt wieder Bonusfrage, Eckart. Hättest du gedacht, dass die ersten Ford Ranger-Generationen, die es in Europa gab, auf einem Mazda basiert haben? Nein, aber Ford Ranger gibt es auch schon deutlich länger. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich damit komplett blamiere, aber ich habe ja immer wieder scharwenzle ich ja durch die F-150-Angebote und da stolperst du halt auch immer wieder über das Thema Ford Ranger und so, wie ich das verstanden habe, war Ranger ursprünglich mal eine Ausstattungslinie für den F-150 bzw. F-100. Also den Ford Ranger als nordamerikanisches Fahrzeug gibt es laut Wikipedia Übersichtsseite seit 1982. Und den Ford Ranger, die europäische Version, die gibt es erst seit 2006. Also bist du erstmal sehr, sehr richtig. Und die europäische Version hatte ja auch erstmal gar nichts mit der amerikanischen zu tun. Nee, richtig. Genau, die europäische Version war ja ein für hier direkt entwickeltes Fahrzeug, was auch an die europäischen Straßenverhältnisse angepasst war. Es war ein Mazda. Ja. Also auch die zweite Generation war noch ein Mazda und erst die dritte Generation, das ist also die vor der aktuellen, aber so das, was wir im Gemeinhin als Ford Ranger der Neuzeit kennen, war dann eine Eigengeschichte und jetzt die aktuelle Version natürlich auch, wobei die natürlich 1:1 mit dem Amarok gleichzieht, aber wohl Ford die Entwicklungshoheit hat.
Übrigens, das Auto, was ich gerade meinte, hier zum Thema Pickup-Version eines W124, ist ein Chevrolet El Camino. Ach so. Ja, aber das ist doch das Gleiche wie, wie ein Ford Ranchero. Ja, kann sein, ja. Ist ja im Prinzip eigentlich ein PKW, wo man gefühlt hinten die zweite Sitzbank einfach abgeschnitten hat und da hinten eine Ladefläche in die Karosserie hineingedengelt hat. Jetzt muss ich mal sehen, erzähle ich gerade hier Unsinn? Ranchero, nein. Nein, ja, alles richtig gemacht. Okay, gut, gut. Ein Glück. Ja, gut, also Ranger, wir merken uns, hoppla, hat Ford gar nicht von Anfang an selbst entwickelt, zumindest nicht für den europäischen Markt. Eine Marke, die bei uns nur noch ein Nischendasein fristet, ist Isuzu. Mhm. Und die hatten, ich habe hier einen Fehler drin, sehe ich gerade. Ich muss das mal hier in unserem Skript, ne? Das ist ja das Schöne. Mhm. Eckart und ich sitzen ganz unterschiedlich. Eckart in Halle, ich in Bielefeld. Wir reden zusammen übers Telefon, sprechen gemeinsam Podcast ein und tippen dabei noch gleichzeitig in Dokument. Und wenn ich das sehe, also mir bildlich vorstelle, surfen wir auch noch parallel bei eBay Kleinanzeigen und Wikipedia. Hä? So ist es. Das ist da wirklich großartig. Also, Isuzu bietet auf dem deutschen Markt nur noch den D-Max an. Das ist ihr aktueller Pickup. Den gibt es auch in der neuen Generation mittlerweile seit 2019. Den werden wir auch demnächst mal vorstellen. Und davor gab es von 1988 bis 2002 den Campo, der hier in Deutschland aber hauptsächlich als Opel Campo Berühmtheit erlangt hat. Und eine Marke, auf die ich gerne euer Augenmerk wirklich richten möchte, weil es ein geiles Teil ist, Iveco, gibt es in Spanien einmal den Santana, also nicht zu verwechseln mit dem langweiligen VW Santana, dem Rohrkrepierer, sondern den Iveco Santana und den Iveco Massive. Und der Massive ist wirklich so ein geiles Teil. Das sieht leider nur. Das sieht aus wie ein moderner Lizenzbau eines alten Land Rover Defender. Ja, die Sache ist auch, wenn ich das richtig quer gelesen habe, ist beides so ein bisschen entstanden aus einer Lizenzbaugeschichte. Die haben in Lizenz den Range Rover gebaut, den Defender, und haben daraus dann irgendwann ihr eigenes Auto entwickelt. Genau so sieht's aus. Schön, Vierzylinder, 3 Liter Hubraum, 130 PS reicht vollkommen aus, da 400 Newtonmeter und auch die Höchstgeschwindigkeit 160 ist schön angepasst. Ne? Das sieht aus so wie, wenn einer zum anderen in der Schule sagt, ey, darf ich von dir abschreiben, und der ursprüngliche Schöpfer dann sagt, ja, aber änder das ein bisschen ab, dass nicht so auffällig ist. So sieht es aus. Ich finde es aber ein ziemlich geiles Ding. Auf dem deutschen Markt wirst du die auch kaum kriegen, aber das ist auf jeden Fall mal ein Auto, was anders ist. Ne? Ja. Also da sagst du nicht hier, ich bin Stangenkäufer, gib mir mal so einen Ford Ranger. Nee. Sagst du, ich fahre Massive. Ja. Und irgendwie, Massive hört sich auch so geil an als Autoname. Ne? Ja. Ist das deine Karre? Es ist ein Massive. Ja. Was willst du? Ist ja massiv geil. Ist es deiner? Klar. Ja. Gut, dann ein bisschen langweiliger, aber auch irgendwie ein bisschen geil, der Jeep Gladiator. Also finde ich auch geil. Kann man schon machen, ne? Also irgendwie. Ja, irgendwie hat das was. Und besonders lässig ist es natürlich, du kannst bei dem Dinger die Türen abnehmen. Die kannst du einfach aushängen. Ja. Und dann fährst du ohne Türen rum. Irgendwie ist das schon cool. Ich weiß gar nicht, der Gladiator basiert ja auf dem aktuellen Wrangler. Der Gladiator, den du meinst. Den aktuellen Wrangler gibt es ja, zumindest in Amerika, und ich habe auch schon Kisten davon als Importfahrzeuge in Deutschland gesehen, gibt es ja als erste Wrangler-Generation auch mit einem V8. Ich weiß gar nicht, ob es den Gladiator mit V8 gibt. Das fände ich nämlich eine fette Kombination. Gladiator mit V8 und dann Türen ab. Ja, schon lässig. Ja, lässig, so in den Gedanken natürlich nur, ne? Genau. Also, bis es anfängt zu regnen bei uns in Deutschland. Ja, auch das ist geil. dann auch so ein Auto, was wir einfach überspringen werden, ist der Land Rover Defender, weil den gab es natürlich auch als Pickup, sowohl als Kurzversion als auch als Langversion mit Doppelkabine und ohne und so weiter. Und es ist natürlich auch ein richtig geiles Auto. Punkt. Dann sind wir bei Mazda, die haben wir eben schon genannt. Die B-Serie, die ist gebaut worden von von 1998 bis 2006. Auch ein flacher, kleiner Pickup. Ja. Finde ich schon extrem cool irgendwie.
Doch, gibt's auch machen, nur noch, also wir haben uns neulich mit einem Ansprechpartner von Mazda unterhalten und da ist mir das erste Mal überhaupt bewusst geworden, dass Mazda mal ein Pickup gebaut hat. Das wusste ich gar nicht. Dann habe ich mal geguckt und scheint inzwischen eine Rarität zu sein. Weiß ich nicht, ob es einfach so wenige gibt in Deutschland, aber ich habe halt mal so geguckt und bei Mobile und so findest du gar nicht viele von dem Ding. Nee, aber bei Kleinanzeigen geht es dann schon. Also hier die B-Serie, das ist eher weniger. Aber hier auch lustig, ne? In Deutschland Leistung 84 PS Turbo Diesel oder 109 PS Turbo Diesel. In Amerika 119 PS oder 207 PS V6 4 Liter. Ja, ist bei Mazda aber immer so, dass es bei Mazda ja zum Beispiel auch vom CX-5, meine ich, glaube ich, zum Beispiel für den amerikanischen Markt auch Modelle gibt, die deutlich mehr Leistung haben als die in Deutschland. Ja. Weil wird sonst nicht gekauft. Und dann reden wir über die zweite Generation, quasi über das zweite Modell, der Mazda BT50. Der wurde dann von 2006 bis 2012 gebaut. Und es gab auch noch eine zweite Generation, allerdings hat es die nicht mehr nach Deutschland geschafft, meine ich, ne? Weiß ich nicht. Es gibt sogar eine dritte. Es gibt eine aktuelle Mazda BT50-Generation seit 2020. Okay, ja, den gibt es definitiv nicht in Deutschland. Nee, aber die erste Generation gab es noch, also von 2006 bis 2012. Und die auch überall mit einem 2,5 Liter Reihenvierzylinder Diesel. Ne? Ja, genau. Wenn ich mir diese Liste angucke, die hier noch folgt, ja, und sehe, dass wir bereits 46 Minuten über dieses Thema, oder nicht über dieses Thema, aber 46 Minuten sprechen, da sind noch so ein paar interessante Sachen dabei. Wenn du dir da so einige ausgewählte raussuchen müsstest, die du besonders interessant findest, welche wären das und warum? Das ist ein schönes Thema. Jetzt sag nicht alle. Also bei mir, okay. Ich sehe da zum Beispiel ein Modell, da sage ich, das finde ich geil. Eckart, lass uns das so machen. Es gibt mittlerweile von Maxus, einem chinesischen Hersteller, den ersten elektrischen Pickup hier in Deutschland. Das finde ich auch ziemlich cool. T90 EV, den werden wir auch demnächst mal testen. Dann muss man auf jeden Fall Eine Sache möchte ich sagen, ich finde es natürlich ein bisschen schwierig in der aktuellen Zeit, wenn dich einer fragt, was fährst du, sagst du, ich fahre einen T90. Gut. Ja. Aber weißt du, wenn du jetzt dumme Witze machst, während ich hier versuche, mein Programm durchzuziehen, dann werde ich schon ein bisschen stinkig, ne? Das weißt du schon. Okay. Ja, ist also, okay. Wir müssen den Mitsubishi L200 auf jeden Fall nennen. Seit 93 am Markt, seit 91 gebaut, seit 93 in Deutschland am Markt und mittlerweile in der sechsten Produktgeneration. Dann wollen wir einmal kurz lachen. BMW. Mercedes X-Klasse, jetzt ganz im Ernst, von 11/2017 bis 5/2020 gebaut. Wie lange ist denn das? Das war wahrscheinlich eine intensive, das hat sich so krass gelohnt, dass die bereits nach 2 Jahren gesagt haben, okay, das können wir wieder einstellen, es hat sich amortisiert. Also ich fand es witzig, das Konzept, dass Mercedes ein Pickup baut. Ich fand es ganz schwach, dass sie Navara als Batch Engineering so herrichten, dass sie quasi im Innenraum ein bisschen was verändern und das war's. Und dafür zahle ich deutlich mehr. Das war schade. Also Mercedes hätte es verdient, denn sie haben ja noch ein anderes Pickup-Produkt, das ist die G-Klasse. Die kannst du ja durchaus als Pickup dir auch kaufen. Es ist halt bloß für den normalsterblichen Menschen unbezahlbar. G-Klasse als Pickup, meinst du den 6x6? Nein, den gab es auch, aber es gibt auch, du kannst ganz normal die G-Klasse als Kabine vorne nehmen und hinten eine Ladefläche draufnehmen. Was? Ja. Hä? Also es würde mich sehr wundern, wenn sie das abgeschafft haben. Wie lebe ich unterm Stein? Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ja, das recherchierst du mal bis zur nächsten Folge und entweder korrigierst du mich oder sagst Chapeau, Jan, das wusste ich nicht. Okay. Dann müssen wir ganz kurz sagen, Nissan Navara, auch eine lange Geschichte, seit 1986 hier am Start, heute halt immer noch, das ist auch interessant. Opel hatte nur einen einzigen Pickup und das war ein Isuzu. Schade, aber trotzdem lustig, kann man auch immer noch kaufen, sind auch 2, 3 Modelle tatsächlich noch bei Kleinanzeigen zu finden. Dann der Peugeot, den ich meinte, 504, muss ich unbedingt mal angucken, Eckart, von 79 bis 82 gebaut eigentlich nur, aber bis 2005 wohl auch auf anderen Märkten und davor der Vorgänger 404 war auch schon geil.
Dann ein Pickup, der kein Pickup ist, aber trotzdem genannt werden muss, alleine weil du den Markennamen bestimmt sagen möchtest. Piaggio. Ja, wieso kannst du das so toll? Hä? Also ja, weil du ein Vespa-Fanboy bist, meine Fresse, ey. Gibt man dir schon. Aber weißt du, eigentlich ist das auch eher eine Pritsche, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Ich das bin ist übrigens kein Pickup. Wir reden über die Piaggio Ape. Ich bin noch nie Ape gefahren. Ich bin mal mitgefahren, aber ich bin noch nie selber eine gefahren. Ich auch nicht, aber der Paul Janosch Ersing vom Autotelefon-Podcast, der hat eine. Ach, cool. Der ist damit auch schon lange Strecke gefahren. Der hat aber die große wohlgemerkt. Ne? Cool. Nicht die kleine 50er halt. Gut, genannt, dann gibt es von Renault den Alaskan. Ne? Mhm. Ja, gelacht haben wir. Dann, das finde ich schon wieder sehr interessant, Skoda, den, das hatten wir schon mal irgendwie, ne? Den Felicia. Ja. Felicia als Pickup. Ja, ja. Kenne ich aber auch. Schon? Also Skoda Felicia Pickup habe ich bei uns so, hier auf der Straße auch. Wir waren gesehen. Bei Dacia, ja genau. Ja, und den gibt es auch als Fun-Version mit Spoiler hinten drauf. Also kann man schon machen. Sehr lustig, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Dann von SsangYong gibt es den Musso seit 2018. Also es passiert auch immer mal wieder was. Ja, aber der aktuelle Musso, der sieht gar nicht schlecht aus, ne? Dies, das. Ja. Kann man machen, kann man nicht machen, muss man nicht. Ja, aber kann man schon machen. Dann gab es von Suzuki den Samurai, also das ist so ein SJ-Derivat oder eine ältere Version, auch als Pickup. Und ganz aktuell, den aktuellen Suzuki Jimny gibt es nicht als Pickup, aber es gibt 2, 3, 4 Hersteller, die bauen um mittlerweile. Ich weiß nicht warum, aber es muss wohl irgendwie geil sein. Aber verlängern die den dann auch nach Pickup hinten? Fahren. Weil sonst, nee, sonst wie viel kriegst du da drauf? Eine Kiste Bier. Ja, ist ja egal, aber es gibt in Indien wohl eine Langversion tatsächlich genau. Von dem Jimny. Genau, ja. Ist doch egal, Hauptsache ich habe ein Pickup. Ja, ist sicher, Digi. Es gibt auch übrigens hier Leichtkraftfahrzeuge als Pickup. Ja. Also da kannst du wahrscheinlich wirklich nur eine Bierkiste mitnehmen, weil dann ist das Ding überladen. So, und jetzt bitte Stille, Andacht, Toyota Land Cruiser, sage ich nur. Geil! Als FJ45 noch geiler als J7. Finde ich eigentlich noch geiler als den Toyota Hilux selber, den es ja seit der dritten Generation auch in Deutschland gibt, also seit 1979. In der vierten, fünften Generation war er übrigens auch als VW Taro zu kaufen. Und aktuell fahren wir hier die achte Generation. Ich möchte eine Sache zu Toyota sagen. Toyota hat in Köln ja eine Klassiksammlung, die übrigens auch öffentlich einsehbar ist. Also wer da mal Bock hat hinzugehen, guckt da mal vorbei, guckt vorher im Internet. Da gibt es, ich weiß gar nicht, wie das ist, jeden ersten oder jeden letzten Sonntag im Monat oder sowas. Googelt das mal. Könnt ihr euch die Sammlung angucken, lohnt sich. Und Jan und ich waren da natürlich auch, als wir unser Video zum neuen Land Cruiser gefilmt haben. Und da steht ein Toyota Land Cruiser Pickup. Und ich habe mir natürlich zielsicher dieses Fahrzeug gleich rausgesucht und dort unseren Ansprechpartner gefragt, was ist denn das? Und der hat natürlich gleich so quasi gesagt, das ist irgend so ein zusammengefrickelter Bastard, so ein höhergelegter Land Cruiser Pickup mit einem V8 drin. Das Teil sieht martialisch aus und ich find's natürlich geil. Ja, aber Toyota auf jeden Fall auch eine Waffe am Markt. Ja. Ne? Sehr lustig. Ich weiß gar nicht, was ist denn daraus geworden? Der Senat, der US-Senat hat doch mal bei Toyota angefragt, wie es sein konnte, dass der Islamische Staat so viele Hilux hatte. Echt? Haben die das gemacht? Ist bei rausgekommen, ja. Weiß ich die nicht. Die haben die mindestens hinzitiert, aber ich kenne das Ergebnis gar nicht. Wäre auch eine schöne Sache, die man recherchieren könnte. Gut, jetzt sind wir bei VW angekommen. Caddy 1 kennt jeder, denke ich mal. Caddy 2 basiert auf dem Skoda Felicia Pickup. Das fand ich dann wieder ganz lustig, ganz interessant. Wobei natürlich Caddy 1 sieht schon irgendwie ein bisschen geiler aus. Caddy 1, wusstest du, dass der eigentlich nur für den amerikanischen Markt gedacht war? Wusste ich nicht. Ja, hast du was gelernt, ne? Mhm. Dann sind wir auch schon beim VW Taro. Ich überspringe jetzt mal die ganzen Jahrgänge oder so. Wo wir gelernt haben, ist es nichts anderes als ein Toyota Hilux, der aber immerhin in Hannover bzw. später in Emden gefertigt worden ist. Das fand ich dann schon wieder ganz witzig. Finde ich eigentlich auch ganz lässig. Aber wenn du mal einen siehst, die sind relativ teuer. Und dann kommt auch schon der Amarok, ne? Ab 2010.
Ja, bis heute. Und ein Last One Thing hätte ich noch. Wartburg Trans 353. Den solltest du aber auch noch kennen, oder? Den kenne ich tatsächlich nicht. Wusste ich nicht. Ach, guck. Ja. Ja, nee. Mich würde mal interessieren, da die Autos ja so stark rationiert waren in der DDR und der Wartburg ja, glaube ich, eh schon eher so für Funktionäre da war. War schon teuer, denn bitte ein Wartburg-Trans bekommen hat. Also auf der Wikipedia-Seite ist ein Foto von einem Wartburg-Trans, da steht der in einem Industriegebiet, sieht aus wie ein Kieswerk oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach eine Entwicklung war für die Industrie. Okay. Dass der nicht in privater, oder natürlich wird es bestimmt welche in privater Hand gegeben haben, aber wahrscheinlich quasi, also eigentlich nicht gedacht für einen Privatgebrauch wahrscheinlich, denke ich. Sondern eher so eine Entwicklung für in Richtung Militär oder halt Industrie. Ja, denke ich auch. Wissen wir aber nicht. Wenn jemand weiß, der möge sich doch gerne melden bei uns in der WhatsApp-Community oder halt über die in der Beschreibung dieser Folge, in dem Beschreibungstext dieser Folge hinterlegten Handynummer per WhatsApp. Ja. Ja. Ich habe auch noch ein Thema. So, sind wir jetzt endlich fertig mit dem Thema Pickups für deinen Bekannten? Ich weiß nicht, es lohnt sich doch jetzt gar nicht mehr für 4 Minuten, oder? Ja. Doch, doch. Das lohnt sich schon. Okay. Im EU-Parlament wurden Änderungsvorschläge beim Thema Führerschein und Allgemeinverkehrssicherheit eingebracht. Und die fand ich ganz interessant. Quelle ist direkt auch das EU-Parlament, die Website des EU-Parlaments. Ich habe mal 4 Sachen rausgeschrieben, um die es da ging, die ich echt super finde. Nummer 1, die EU spricht sich für neue Inhalte in der Ausbildung der FahrzeugführerInnen aus. Und ich finde das total gut, denn es soll darum gehen, Fahren bei schlechten Witterungsbedingungen soll grundsätzlich mal tatsächlich aktiv auch geschult werden, finde ich super. Frage ich mich, wie das umgesetzt wird, weil wenn du im Sommer Führerschein machst, kannst du ja nicht unter winterlichen Bedingungen fahren. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie Pflicht wird, dass man in der Fahrschule irgendwie zu so einem Fahrsicherheitstrainingszentrum geht, die so eine Gleitfläche haben oder so, weiß ich nicht. Ich finde die Idee aber grundsätzlich total gut, dass man sowas mitbekommt. Der nächste Punkt, den ich total interessant finde, die sichere Handynutzung beim Autofahren. Und auch das finde ich total sinnvoll, dass das in den Führerschein mit aufgenommen wird, dass man nicht nur sagt, das ist verboten, du darfst es nicht in die Hand nehmen, das ist ja logisch, du sollst das Handy nicht beim Autofahren in die Hand nehmen, aber dass überhaupt mal gelehrt wird, was mache ich denn mit meinem Telefon, wie darf ich es denn benutzen, wie, in welcher Form muss ich das ins Auto integrieren, sei es mit Apple CarPlay oder Freisprecheinrichtung oder sowas. Ich finde das total sinnvoll, dass das mit in die Fahrausbildung aufgenommen wird. Und noch ein Punkt, der für uns auch immer wichtiger wird und den ich auch ultra sinnvoll finde, der korrekte Umgang mit Assistenzsystemen im Auto. Weil es gibt ja also viele Autos, gerade wenn man das Glück hat, dass man vielleicht auch in der Familie ein Auto hat, was man nach dem Führerschein fahren darf, was schon auf dem aktuellsten Stand ist, finde ich es total wichtig, dass auch der Umgang mit diesen Assistenzsystemen in einer Fahrschule gelehrt wird. Oder nicht? Ja, mach mal den letzten Punkt auch noch und dann haue ich dagegen. Okay, gut. Und in der Ausbildung soll ein besonderer Augenmerk gelegt werden auf Fußgänger, Radfahrer, also auf besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer, wenn ich im Auto sitze. Das wird nach meinem Empfinden heute schon Wert drauf gelegt, aber da soll wohl noch mehr Wert drauf gelegt werden. Also mein Sohn macht gerade Führerschein und was der heute kostet, ist schon so unverschämt und so fernab jeglicher Realität, dass sich niemand beschweren muss, dass keiner mehr einen Führerschein macht oder ein Auto kaufen will. Also okay, ja. Da fängt das ganze Zeug schon an. Und wenn ich jetzt hier nur 4 Punkte sehe und du sagst ja, du hast hier ein paar rausgesucht, wie der Führerschein, die Führerscheinausbildung noch optimiert werden soll, dann sage ich ja, aber bitte zum Festpreis. Und zu den einzelnen Punkten, die du rausgesucht hast, besonderes Augenmerk auf Fußgänger und Radfahrer. Also ich bin mir, nenn mich Lügner, aber ich meine, das war schon damals so bei mir. Ja, also deshalb habe ich ja gesagt, also in Deutschland, aber Achtung hier, das ist eine Meldung aus dem EU-Parlament, okay. Das ist also länderübergreifend. Ne? Dann Umgang mit Assistenzsystemen, sehe ich ein irgendwie, aber das müsste ja gut. Aber vielleicht ist es wirklich, dass, wenn du in Spanien einen Führerschein machst, ich weiß gar nicht, was die da Führerschein machen, ob die da auch so alte Autos haben. Ne? Da fahren ja nur alte Autos rum quasi. Sichere Handynutzung beim Autofahren, das ist für mich eine Lachnummer, ehrlich. Es gehört da einfach nicht an den Kopf. Fertig, leg's weg.
Lass mich in Ruhe. Und fahren bei schlechten Witterungsbedingungen. Das ist vielleicht auch für die Südländer ganz interessant, die selten Schnee sehen, aber jetzt immer öfter halt, ne? Ja, aber da halt wirklich die Frage, wie wird das ausgebildet? Die gehen in einen Fahrsimulator oder so trainiert. Ja, keine Ahnung. Kein Witz. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch potenziell, macht das den Führerschein noch teurer, ja, stimmt. Ja. Gut, weiter. Ja, Führerschein gültig. Zeit ist abgelaufen, tut mir leid, Eckhardt. War ein schönes Thema, hast dir Mühe gegeben, aber das schmeißen wir jetzt weg. Nein, okay, weiter. Führerscheingültigkeiten, da finde ich eigentlich nur einen Punkt besonders interessant. Also LKW-Führerscheine sollen 5 Jahre gültig sein, dann muss man ihn nicht neu machen, aber dann muss man halt quasi unter Beweis stellen, dass man noch dazu in der Lage ist. PKW und Motorrad sollen mindestens 15 Jahre gültig sein. In Deutschland ist das ja im Moment, also mein Führerschein zumindest, hat kein Ablaufdatum. Auf den neueren, glaube ich, ist das nicht so, dass die irgendwie keine Ahnung, aber du musst zumindest in Deutschland bisher ja keinen Tauglichkeitsnachweis erbringen. Und das soll. Entschuldige, aber meiner ist abgelaufen. Ich habe den jetzt gerade nicht vorliegen, aber irgendwas darf ich jetzt nicht mehr fahren. Ich glaube, irgendwie 7,5 Tonner mit Anhänger. Ja, das gut, aber das ist ja dann schon. Lebensjahr eingestellt worden. Das ist ja dann aber schon LKW-Führerschein. Ja, heute schon, damals halt nicht. Ne? Es ist trotzdem eine Einschränkung, jetzt mal angenommen. Aber 7,5 Tonner darfst du doch weiter fahren, es geht nur um den Anhänger. Ja, aber ich bin Taubenzüchter, ich habe da meinen Tauben-LKW und meinen Tauben-Anhänger. Ja. Die Tauben, die im Anhänger sitzen, habe ich jetzt tot machen müssen. Jetzt komm. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ja. Ja, gut, okay. Die interessanteste Sache ist, es soll keine Einschränkungen, was das Alter betrifft, geben. Das ist ja immer wieder eine heiße Diskussion und ich tue mich auch unglaublich schwer, da wirklich was Gutes zu sagen. Keine Ahnung, die Begründung dafür, dass es da keine Einschränkungen geben soll, ist, dass Bürgerinnen und Bürger sollen nicht in ihrem Sozialleben eingeschränkt werden, indem sie in ihrer Mobilität eingeschränkt werden. Und das finde ich natürlich auch nachvollziehbar. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich mit meinen jungen 31 Jahren, ob das so richtig ist oder ob es nicht ab einem gewissen Alter verpflichtend irgendwelche medizinischen Überprüfungen geben sollte. Finde ich irgendwie auch gleichzeitig. Ich bin aber nicht in der Situation. Also ich kann ja sagen, ich war heute mit meiner Mutter unterwegs. Meine Mutter ist 30 Jahre älter als ich, also 80, über 80. Und die fährt immer noch. Und meines Erachtens fährt die auch noch sehr gut. Ja. Fährt nicht mehr schneller als 130, was ich aber auch vollkommen okay finde. Sie fährt immerhin 130. Sie ist mehr auf der Landstraße unterwegs. Da überholt sie aber zur Not auch nochmal einen Laster. Und sie hat mir gesagt, sie will auf keinen Fall ein Auto haben, was weniger PS hat als das Auto, was sie jetzt fährt. Mhm. Da habe ich sie gefragt, wie viel hat denn deiner jetzt? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Fand ich gut. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Ich möchte erstmal auf den Punkt davor gehen. PKW und Motorrad, alle 15 Jahre eine Prüfung. Dann hätte ich jetzt quasi schon meine zweite Prüfung. Mhm. Boah, habe ich angekotzt. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir beide jetzt, und bei dir ist es ja noch nicht mal ansatzweise so weit zurück wie bei mir, wenn wir morgen die theoretische Prüfung schreiben, was meinst du denn, ob wir durchfallen oder nicht? Ja, Bums, wir fallen durch, das stimmt. Ja. Also ich hier bei meinem Sohn habe ich immer mal wieder geguckt, ich verstehe schon die Fragen nicht, die da gestellt werden. Also was ich hier aufgeschrieben habe mit PKW und Motorrad, 15 Jahre Gültigkeit, in diesen Ideen vom EU-Parlament stand nicht, dass es da eine Prüfung geben soll. Da ging jetzt nicht ganz klar raus hervor, ob der dann abläuft und man ihn neu beantragen muss oder ob es eine Prüfung geben soll. Naja, aber irgendeine Form von, du gehst ja nicht hin und sagst, hey, mein Führerschein ist abgelaufen, kriege ich einen neuen. Ja, klar, wir machen das so aus Spaß alle 15 Jahre, natürlich nicht. Ist ja auch ein Verwaltungsaufwand. Oh. Das kostet ja mindestens 100 Euro. Ja, wahrscheinlich eben. Aber eher so eine Tauglichkeitsprüfung. Also ganz im Ernst, nein. Ausfahrt TV, der Autopodcast, wir wollen sowas nicht. Und das mit dem Alter, ich verstehe, was du meinst, ich bin da hin und her gerissen, aber da würde ich doch sagen, ältere Leute oder Leute meinetwegen auch ab 50, also ab meinem Alter, die auffällig fahren, da kann die Polizei eine Fahrprüfung anordnen oder einen Fahrtauglichkeitstest. Das finde ich vollkommen legitim. Ja, also ja wenn, gut, wenn, aber wenn, die Polizei kann ja theoretisch immer
deine Tauglichkeit für das Führen eines Kraftfahrzeugs in Frage stellen. Am Ende muss es dann ein Richter entscheiden. Aber das ist ja kein realistisches Mittel, um das umzusetzen. Dafür gibt es einfach zu wenige Kontrollen, zu wenig Personal, ja. Du, das würde doch schon reichen, wenn die Polizei, die ist ja schon recht präsent auf Deutschlands Straßen, wenn die irgendwie jemand sieht, der komisch fährt, dass sie sagen kann, hier, hast keine Drogen genommen, aber ganz offensichtlich kannst du das Auto nicht mehr lenken. Und das, was du meinst, ist doch eher Drogenkonsum, oder? Nö, jeder Polizist kann ja deine ja, kann, Eignung aber in Frage. Ist dir das also schon mal passiert, dass jemand zu dir gesagt hat, du bist der beste Autofahrer der Welt, glaube ich. Ne? Genau, also so. Mir ist das auch noch nicht passiert. Aber ich muss dir auch sofort widersprechen. Ich finde, die Polizeipräsenz auf deutschen Straßen ist viel zu gering. Erstens das. Zweitens, die Anzahl der Verkehrskontrollen ist viel zu gering. Wann wurdest du das letzte Mal im Auto kontrolliert von der Polizei angehalten? Ich sage nicht, dass ich ständig kontrolliert werden möchte, aber vor 3-4 Jahren, glaube ich, ja. Ja, aber Entschuldigung, wir fahren immer die neuesten Autos. Ja, und dann sitzen da so Leute drin wie wir. Warum werden wir nicht ständig angehalten? Hast du nicht mal in den Spiegel geguckt? Also, nein, aber. Sieht aus wie ein Dressman. Also, was ich gut finde, und das war auch eine Forderung aus dem EU-Parlament, Fahrzeugführer sollen die Möglichkeit bekommen, selbstständig, wenn sie das möchten, sich quasi testen zu lassen auf medizinischer Ebene. Sehtest, Hörtest, Reaktionstest. Und das stand da nicht konkret, aber ich würde es natürlich begrüßen, wenn das schlicht und ergreifend kostenlos wäre. Wenn du ab, keine Ahnung, 50 oder 60 oder was auch immer, einfach zu deinem Hausarzt gehen kannst und sagen kannst, hallo, ich fahre Auto und ich habe so viel Eigenverantwortung, dass ich sage, können wir bitte mal einen Sehtest oder einen Hörtest machen? Und dann muss ja gar nicht rauskommen, oh, Sie hören nicht mehr gut, bitte sofort Ihren Führerschein abgeben. Da kann ja auch rauskommen, oh, hey, Sie hören nicht mehr so gut oder ey, Sie brauchen eine Brille. Wenn man das ausgleichen kann mit einem Hörgerät oder mit einer Brille oder so, ist ja gut. Aber dass es wenigstens die Möglichkeit gibt, dass ich, ohne dass mir dafür Kosten entstehen oder die Gefahr, dass mir sofort der Lappen abgenommen wird, ich mich kümmern kann und sagen kann, hier, bitte einmal prüfen, es kann sein, dass ich da vielleicht Unterstützung brauche. Ja, 100% dafür. Ja. So, die letzten zwei Punkte. Nummer eins, es geht um junge Fahrerinnen und Fahrer. Es soll generell eine 2-jährige Probezeit geben. Ich glaube, das ist auch wieder so ein europäisches Ding, weil in Deutschland gibt es die ja, glaube ich, eh grundsätzlich 2 Jahre Probezeit. Und Probezeit heißt vor allem, dass das die ersten 2 Jahre nach Führerscheinerwerb sind, wo dann eben auch, wo man sich besonders genau an die Vorgaben halten muss, also wo es auch, wenn du irgendwie zu schnell fährst, ist der Lappen halt weg und du darfst auch 0,0 Promille nur haben und so weiter und so fort. Finde ich auch total richtig. Und das finde ich auch sehr, sehr richtig, aufgrund des Fachkräftemangels soll der LKW- und Busführerschein bereits ab 18 erwerbbar werden. Das ist im Moment nicht so. Und beim Bus ist dann aber eine Beschränkung. Es dürfen maximal 16 Fahrgäste oder 16 Personen sein. Und auch begleitetes Fahren ab 17 soll kommen im Bereich LKW, weil es einfach zu wenig Berufskraftfahrer gibt. Boah, ist ja krass. Ich finde das auch also, krass. Also mein Sohn ist jetzt 18. Wenn ich überlege, der fährt einen Bus mit meinetwegen 16 Kindern durch die Gegend und die machen da plötzlich Remi-Demi, so wie wir früher. Mhm. Wie soll der sich denn mit seinen 18 Jahren, der hat zwar ein breites Kreuz, aber so breit machen oder so viel Autorität verschaffen, dass die ihn in Ruhe lassen und in Ruhe fahren lassen? Mhm. Und dann, also, ja, ich weiß, ey, das geht mir jetzt so wie dir mit den alten Leuten. Ja. Also, ich war auch mal jung. Und ich verstehe das doch alles. Und ich finde es auch eigentlich alles ganz geil. Und meine Kinder sind auch sehr vernünftig gewesen. Immer. Ne? Aber ey, mit 18 schon LKW fahren. Ich meine, so ein LKW ist eine Waffe. Und dann hältst du dich doch immer so für unsterblich, wenn du jung bist. Also ich habe mich für unsterblich gehalten. Ja. Ich sag nur Motorradfahren, Eckart. Ja. Überleg mal, wie wir mit 18 Motorrad gefahren sind. Also da stand noch was bei, von wegen soll man, also LKW-Führerschein mit 18 nach Tauglichkeitsnachweis, das ist natürlich die Frage, was ist das für ein Tauglichkeitsnachweis? Keine Ahnung, ob es da ein psychologisches Gutachten für braucht oder so, aber das ist dann natürlich auch wieder die Frage, ist das vielleicht hier auch ein bisschen Overkill, ne? Eieiei, also ich finde es nicht so richtig geil, aber wie alt müssen die denn heute sein, um LKW-Führerschein zu machen? Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich dir nicht sagen. LKW-Führerschein in Deutschland, keine Ahnung. Guck, such das doch mal eben noch schnell und ich gehe noch mal auf den letzten Punkt ein, den ich nämlich richtig gut finde.
Der letzte Punkt, der da angesprochen wurde, der Führerschein soll digital werden. Wow, ey, geil. Also ich finde es wirklich super. Und zwar soll das, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn ich mein iPhone zücke. Also ich habe ein iPhone, es gibt sicherlich auch für Android-Geräte, ich weiß noch nicht, wie es da heißt. Apple Wallet heißt das auf dem iPhone, wo du so eine Kreditkarte hinterlegen kannst und dann mitführen kannst. Und genauso soll das auch für den Führerschein kommen. Und ich finde das super, denn Beispiel Motorradfahren, wenn ich auf Motorrad fahre, habe ich ja in der Regel keine Hosen- und Jackentaschen, weil ich eine Lederkombi anhabe. Ich habe da nur irgendwie so eine kleine Bauchtasche oder eine Innentasche in der Lederkombi, wo ich mein Handy habe und irgendwie, genau. Und dann musst du halt nur noch dein Handy mitnehmen, weil da habe ich dann eine Kreditkarte drauf, wo ich das Tanken bezahlen kann und dann könnte ich da auch den Führerschein drauf hinterlegen und soll genauso gültig sein wie das echte Dokument. Das fände ich echt super. Das finde ich auch total super. Ich verstehe auch gar nicht, warum es nicht reicht, wenn man so, dass man so einen QR-Code mit sich führt. Jetzt genau. Mal ganz im Ernst. Also dieses Dokumentenzeug, das ist echt sowas von irgendwie Steinzeit. Und was ich genauso sehe, ich habe ja diverse Fahrzeuge, die nicht nur ein Fahrzeugschein haben, also eine Seite. Ja, genau, zwei. Stimmt. Kann ich das denn nicht bitte einfach als QR-Code mit mir führen und zeigen, hier, komm, scan ab. Und dann kannst du den ganzen Bums durchsehen. Und meinetwegen machen wir da auch noch Bildchen dran, damit du siehst, dass das Original ist. Das wird doch ganz vielen von uns wirklich helfen. Also das fände ich halt mega geil. Nochmal zurück zu den LKWs. Du kannst den Führerschein mit 18 machen, gewerbliche Nutzung, aber erst ab 21. Ich finde das auch, ich finde selbst 21 ist echt jung und die 3 Jahre, finde ich, sollte man die Leute nochmal auf die Weide lassen. Ja. Also ich absolut dagegen. Fachkräftemangel hin und her. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wir alleine haben so um die Erfahrung zu sammeln im Straßenverkehr, ne? Ja. So viele Leute aus Osteuropa auf unseren Straßen und wenn die jetzt auch noch immer jünger werden, ich weiß ja nicht, also gar nicht böse gemeint, sondern einfach nur, ich weiß selber, wie ich war, als ich jung war. Ey, kommst du mit Feiern? Ah, ich habe morgen eine lange Fahrt. Ach komm, ey, hier, Nadja ist auch da, Digga, bin dabei. Ja. Was geht, ne? Und also ich weiß, was du meinst. Bei LKWs find's schon schöner. Ja, gut. Eckart, da haben wir uns ja durch 1:11 gequält. Also nicht wir, sondern die Zuhörer natürlich. Wir haben noch 2 Themen. Die nehmen wir aber mit in die nächste Woche. Ja, ich kopiere die schon gleich nach oben halt. Wollten wir sonst noch was sagen? Ja, wir müssen uns verabschieden. Jetzt nach 1 Stunde und jetzt gleich 12 Minuten. Mann, ey. So ein langer Podcast schon wieder. Jan. Weißt du, es um meine Mutter ging, wollte ich noch gesagt haben, ich fand es total frech. Wir haben ein Video gemacht, also Eckart und ich haben den ganzen Februar schon so eine Social-Media-Offensive gefahren. Voll. Das heißt, auf Instagram und TikTok und YouTube auch senden wir jetzt diese Hochkant-Filmchen, ne? Diese kurzen jeden Filme. Jeden Tag einen. Wo alle sagen, die sind ja so nichtssagend, das stimmt, aber nicht von uns. Von uns, wir haben uns nämlich entschlossen, nicht diese nichtssagenden Clips gemacht, sondern wir machen richtige Clips. Und eins dieser Videos, ich glaube mit dem Kamik zusammen, fange ich an, meine Mutter sucht ein neues Auto für sich. Und geht darum, irgendwie, dass sie gesagt hat, der Kleinwagen ist zu klein für sie, aber der Kamik eigentlich die richtige Größe für sie hätte, wenn sie denn den Kamik haben wollte. Und da hat jemand drunter geschrieben, hey, deine Mutter gehört gar nicht auf die Straße. Das ist ja gemein. Da ich wollte erst schreiben, meine Mutter wird immer noch besser als deine Mutter, Arschloch. Aber da habe ich auch gedacht, Vorsicht. Sowas müssen wir ja mal runterschlucken. Ne? Sowas dürfen wir ja nicht antworten. Aber das ist halt, und auf diese Art wollte ich Schleichwerbung machen für unsere Kanäle. Weißt du? Jetzt habe ich das natürlich irgendwie versaut. Kannst du es noch retten irgendwie? Ich bin sehr stolz auf unsere Social-Media-Beiträge, weil, wie du schon gesagt hast, da richtig Inhalt drin ist. Und es lohnt sich, die anzugucken, weil es gibt Infos zu den Autos, es gibt schöne Bilder zu den Autos. Es ist nicht irgendwie mit dem Handy blöd gedreht, das sieht schön aus. Guckt mal vorbei bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube Shorts, Ausfahrt TV. Ist wirklich cool. Also ich finde es echt cool. Ich gucke unsere Beiträge selbst gerne. Ja, vielleicht anders, wenn ihr bei TikTok oder Instagram seid, dann abonniert uns doch gerne oder schaut einfach mal vorbei. Wir freuen uns auch da über krasse Wortmeldungen und so, ne? Ja. Lasst uns bluten, macht uns fertig. Gut, Jan, dann bist du, hauen wir in den Sack. Bist du bereit für die Verabschiedung?
Warte. Nochmal hinsetzen kurz, oh. Setteln, ein- und ausatmen. Bereit? Ich warte, Eckart. Ja? Ich habe gerade ein Räucherstäbchen angemacht. Komm mal runter. Okay. Okay. Pass auf. Lass, ja. Es geht los. Hier kommt's. Bereit? Achtung. Tschüss. Bis dann. Euer Eckart. Euer Jan.